Vielen Dank für die Ankündigung, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Trotz zahlreicher Öffnungsschritte, trotz der neuen Delta-Variante, die sich ja längst auch in Deutschland befindet, trotz nahezu ubiquitären Testangeboten, trotz einer unübersehbaren Maßnahmenmüdigkeit der Menschen, hält der Abwärtstrend bei den Inzidenzen weiter an. Kein Bundesland weist nunmehr auch nur eine Inzidenz von 10 auf 100.000 Menschen auf. In NRW gab es Anfang der Woche kaum mehr einen Kreis mit einer zweistelligen Inzidenz. Landesweit nähern wir uns mit großen Schritten der 5, ein Bereich, in dem wir sehr nah an einem testbedingten Grundrauschen angekommen sind. Zudem sind mittlerweile ein Drittel aller in NRW lebenden Menschen vollständig geimpft, vornehmlich medizinisches Personal, hochbetagte Personen und Risikopatienten. Viele weitere haben zumindest eine Impfung erhalten und sind damit mit recht hoher Wahrscheinlichkeit, zumindest bei allem, was wir wissen, vor einem tödlichen Verlauf geschützt. Anstatt nun aber weiter zu öffnen, den Menschen vollumfänglich ihre Rechte zurückzugeben, Kinder nicht länger mit Masken zu gängeln, zur Normalität zurückzukehren, folgen Sie Ihren Fehlannahmen stur immer weiter. Vielleicht zu der Delta-Variante da noch eine kurze Ausführung. Hier wurde heute Morgen noch darüber diskutiert, dass Reiserückkehrer demnächst aus Variantengebieten, aktuell Portugal, Russland, viele weitere werden folgen. Denn dieser neue Typus wird sich gegenüber dem Wildtypus oder der Alpha-Variante schlichtweg aufgrund der höheren Basisreproduktionszahl durchsetzen in vielen Gebieten auf diesem Planeten. Aber sollten Sie jetzt also nach Portugal fahren mit dem Auto, ganz alleine, und sich dort in eine einsame Fischerhütte einmieten, ganz alleine, und kommen wieder, dann müssen Sie sich hier 14 Tage in Quarantäne begeben. In Deutschland wiederum hat sich die Delta-Variante so weit ausgebreitet, dass wir mittlerweile selbst fast als Variantengebiet gelten müssten. Hier können Sie aber sich im Großraumbüro jetzt auch ohne die nötige Homeoffice-Pflicht wieder anstecken. Das interessiert keinen. Und das ist genau die Logik, die von Anfang an nicht dazu geeignet war, das Infektionsgeschehen von Ihrer Seite aus einzuschränken. Sie haben jetzt Glück, dass wir uns eben im Sommer befinden. Und es ist eben längst erwiesen, dass die mathematischen Modelle, die zu Ihren Maßnahmen geführt haben, nichts getaugt haben. Die Horrorszenarien, die daraus abgeleitet wurden, sind längst widerlegt. Wir hatten Ostern keine Inzidenz von mehreren Tausend. Es sind in Deutschland nicht mehrere hunderttausend Personen an SARS-CoV-2 gestorben. Das Gesundheitssystem war zu keinem Zeitpunkt flächendeckend am Rande des Zusammenbruchs. Kinder sind und waren keine Treiber der Pandemie. Ihre Lockdowns und Notbremsen haben nicht maßgeblich zur Eindämmung der Erkrankung beigetragen. Die vermeintlich positiven Effekte hätte man mit deutlich milderen Maßnahmen erreichen können, während die Nebenwirkungen ihrer autoritären Holzhammermethoden uns noch Jahre beschäftigen werden. Verweilverbote, Ausgangssperren, allgemeine Maskenpflicht in Parks, alles Unfug und viel weiteres könnte ich Ihnen hier noch aufzählen an dieser Stelle. Und dennoch aus Ihrer Perspektive weiter denklogisch und wieder vorstellbar sollten die Zahlen wieder im Herbst steigen. Und ich kann Ihnen jetzt schon prognostizieren, das wird auch wieder so kommen. Denn die Herdenimmunität, auf die Sie die ganze Zeit spekulieren, wie soll denn das gewährleistet werden? Wir haben jetzt einen neuen Typus, eine Delta-Variante, die eine Basisreproduktionszahl hat, bei der Sie wahrscheinlich eine Durchimpfung in der Bevölkerung von, je nach Mathematiker, den Sie fragen, 85% bis vielleicht eher 95% erreichen wollen. Wie soll denn das funktionieren? Sie haben wahrscheinlich mehr Impfversager, dass das schon gar nicht geht. Und bei den unter 12-jährigen Kindern ist das Risiko einer Impfung unter Umständen viel höher, als an der Erkrankung zu sterben. Da weigert sich die STIKO vollkommen zu Recht, da keine allgemeine Empfehlung rauszugeben. Also wie wollen Sie diese Herdenimmunität, die Sie hier ständig anführen, tatsächlich gewährleisten? Das sind mathematische Modelle, die längst gescheitert sind und dennoch gehen Sie in dieser Denklogik weiter, ohne einmal einen Schritt zurückzugehen und zu überlegen, wie könnte es denn anders gehen? Ihre Panikmache ist entweder bewusst konstruiert, ein Verdacht, der sich durch das Bestellpapier des BMI beim RKI aufdrängt, oder einfach nur noch unverantwortlich. Sie erfinden schlicht immer weitere Bedrohungsnarrative, um die Macht nicht wiederherzugeben, die Sie sich schon an erster Stelle durch reichlich steile Thesen und mindestens fragwürdige gedeutete Zahlen verschafft haben. Aber der potenzielle Weltuntergang, der jederzeit hinter jedem Flügelschlag eines Schmetterlings am anderen Ende der Welt stecken könnte, kann nicht weiter als Grundlage zur Einschränkung elementarer Grundrechte herhalten. Es kann in einer Demokratie schlichtweg keinen Notstand auf Reserve geben. Was wir jetzt nicht brauchen, sind weitere Wortklaubereien in der Hermeneutik Ihrer Fehler, sondern nicht weniger als eine grundsätzliche Neubewertung der Ausgangslage. Damit des Status quo in der Gesellschaft und Wissenschaft. Eine kritische Fehleranalyse sowie daraus resultieren ein tragfähiges, rationales und das erste Mal evidenzbasiertes Konzept für den Herbst. Ihre Fehler im Corona-Management sind eigentlich schier unerträglich geworden über die Zeit, insbesondere jetzt, wo wir uns schon so weit fortgeschritten in der Krise befinden. Lassen Sie uns endlich Ihre Fehler nehmen und schauen, wie wir noch das Beste daraus machen können. Die pandemischen Leitlinien sind und waren mit Ihren Allgemeinplätzen zu keinem Zeitpunkt dazu geeignet, Unheil von uns abzuwenden. Eine weitere Beschäftigung mit diesen macht in dieser Situation eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Wir werden daher beide Anträge ablehnen. Vielen Dank.